Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch meine Last-Minute-Ideen für den Valentinstag. Und wenn ihr noch nichts habt und noch keine Idee habt, dann findet ihr hier vielleicht was. Es geht ganz schnell und ich bin sicher, ihr werdet jedem damit eine Freude machen. Also ganz viel Spaß und jetzt geht's los! Als erstes geht's los mit dem Nutella-Röllchen. Und zwar benötigt ihr dafür Milch, Toast, Nutella, Eier, Vanillezucker, ein bisschen Zimt und zwei Erdbeeren. Jetzt geht's los und zwar nehmen wir die Toastscheiben und schneiden den Rand ab, denn den können wir jetzt nicht gebrauchen. Und das ist eine super tolle Idee für ein Frühstück für euren Liebsten am Valentinstag. Weiter geht's und zwar nehmt ihr jetzt die Toastscheiben und drückt sie platt, so wie ich das hier mache. Und zwar wirklich so dünn wie möglich, denn dann geht es einfacher zum Einrollen. Wenn ihr fertig seid, gebt ihr ein bisschen Nutella auf die Toasts. Und jetzt kommen die klein geschnittenen Erdbeeren hinzu. Und dann geht's ans Einrollen. Und hier müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, damit die Erdbeeren nicht überall landen, außer in euren Röllchen. Aber ein paar werden rausfallen, das ist nicht schlimm. Und die Röllchen sollten dann wirklich gut halten. Nutella sei Dank. Und das macht ihr dann mit all euren Röllchen und fertig. Jetzt geben wir in eine Schüssel das Ei, ein bisschen Milch, ein bisschen Zimt, ein bisschen Vanillezucker und mischen das Ganze kräftig durch, damit wir dann unsere Röllchen darin eintauchen können. Jetzt geben wir in eine heiße Pfanne ein bisschen Butter und lassen sie schmelzen und tun gleichzeitig unsere Röllchen in unsere Einmischung und tunken das gut ein, damit es aufgesaugt wird. So wie ein French Toast eigentlich. Und dann geht's ab in die Pfanne. Das macht ihr dann mit allen Röllchen so weiter und dann sehen die wunderbar aus, so wie hier. Und fertig sind unsere Nutella-Röllchen. Dann würde ich euch noch wärmstens empfehlen, das ganz schön zu dekorieren auf einem Teller. Vielleicht mit ein bisschen Nutella auf dem Boden, so wie ich das hier gemacht habe, und einer Erdbeere. Sieht das nicht einfach super, super lecker aus? Meine zweite Idee sind super leckere Schoko-Erdbeeren. Und zwar benötigt ihr hierzu Erdbeeren. Wer hätte es gedacht? Rote Lebensmittelfarbe. Weiße und dunkle Schokolade. Als erstes wascht ihr die Erdbeeren und dann ist es ganz wichtig, dass ihr sie sehr gut trocknet, denn sonst wird die Schokolade nicht daran haften. Dann gebt ihr sie noch zusätzlich in den Kühlschrank. Die weiße Schokolade gebt ihr dann in Stücke in die Mikrowelle, bis sie flüssig geworden ist. Und gebt dann rote Lebensmittelfarbe hinzu, damit sie schön pink werden, passend zum Valentinstag. Denn schließlich geht es ja hier um den Valentinstag. Gebt einfach so viel rote Lebensmittelfarbe hinein, bis ihr zufrieden seid und bis die Schokolade schön pink geworden ist. Jetzt geht's los und zwar nehmt ihr die Erdbeeren und taucht sie ganz einfach in die Schokolade. Ihr seht, das geht ziemlich einfach, aber bei mir war es nicht so einfach, denn ja, ihr seht, was gerade passiert ist. Aber bei den nächsten ist mir das dann nicht mehr passiert, also seid trotzdem vorsichtig, wenn ihr diesen Schritt macht. Macht es dann mit all euren Erdbeeren und gebt sie auf einen mit Backpapier belegten Teller. Und fertig sind eure Erdbeeren. Jetzt gebt ihr sie in den Kühlschrank für 10 bis 15 Minuten, damit die Schokolade hart wird. Und in der Zwischenzeit gebt ihr die dunkle Schokolade in die Mikrowelle und macht auch diese flüssig, damit wir die Erdbeeren dekorieren können.
Jetzt nehmt ihr eine Unterlage, denn sonst ist die Schokolade überall, und träufelt die Erdbeeren mit der dunklen Schokolade. Dieser Schritt ist wirklich optional, also ihr könnt die Erdbeeren auch sehr gut einfach pink lassen. Ich habe auch ein paar einfach pink gelassen und habe sie dann nicht mehr mit noch mehr Schokolade beträufelt. Aber wenn ihr das gerne machen möchtet, dann macht ihr es so wie ich und dann gebt ihr das Ganze nochmal für 10 Minuten in den Kühlschrank und dann sind die Erdbeeren fertig und bereit zum Verschenken. Und jetzt seht ihr hier, wie ich eine Schoko-Erdbeere gegessen habe für euch, um es euch zu zeigen. Die war echt super lecker. Als nächste Geschenkidee habe ich hier eine ganz simple Rose. Wunderschön pink. Und glaub mir, unterschätzt das nie, denn eine Rose kann sehr viel Freude bereiten. Und es müssen nicht immer so große Geschenke sein oder viele Geschenke. Es kann auch mal so was Einfaches sein. Glaub mir, jede Frau wird sich darüber freuen. Und weiter geht's mit unseren herzförmigen Nutella-Keksen. Wir benötigen ein Ei, Nutella, Mehl und das ist es auch schon. Jetzt geben wir eine Tasse Mehl, ein Ei und etwa ungefähr eine halbe Tasse Nutella in eine Schüssel. Und versuchen das vorsichtig und so gut wie möglich zu verrühren. Bis es nicht mehr weitergeht mit dem Verrühren mit dem Löffel. Denn ihr werdet sehen, das geht irgendwann nicht mehr so gut. Und dann gebt ihr das Ganze auf ein Backpapier. Und vermischt es weiter mit euren Händen, so wie ich das hier getan habe. Bis die Masse schön ist. Und jetzt müsst ihr sie nur noch flach drücken. Und fertig ist euer Teig. Jetzt stecht ihr nur noch Herzform aus und fertig sind eure Nutella-Kekse für den Valentinstag. So einfach geht das, Leute. So einfach. Jetzt gebt ihr das Ganze in den Ofen bei Umluft 180 Grad für 6 bis 8 Minuten und fertig. Voilà, ein perfektes Geschenk. Und jetzt sind wir auch schon bei meiner letzten Geschenkidee, und zwar ein romantisches Mixtape. Unterschätzt bitte nicht solche Geschenke, denn heutzutage, finde ich, macht man nicht mehr so coole, altmodische Geschenke. Und ja, denkt euch etwas dabei bei den Liedern, die ihr drauf tut. Und dann vor allem, macht auch was Schönes draus, verpackt es schön oder schreibt etwas Schönes auf die Verpackung und macht eurem Liebsten damit eine Freude. Und ich hoffe, ihr hattet bei diesem Video ganz viel Spaß und ihr konntet die ein oder andere Idee jetzt gewinnen für den Valentinstag, der ja schon übermorgen ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!